Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was denn im Juni alles bei mir so eingezogen ist. Ich glaube, es waren schon wieder so um die 25 Bücher. Ich bin nicht so richtig stolz drauf, aber die machen mich schon glücklich, wenn ich sie hier so sehe, ne? Und ich habe richtig Bock, die alle zu lesen. Mal gucken. Ich zeige euch einfach mal, was denn alles so eingezogen ist. Und vielleicht verratet ihr mir ja auch in den Kommentaren, was ihr beherbergt. Seit Juni. So, zuerst ist eingezogen Like Kate von Ellery Lloyd. Ja, hier geht es um Emmy und sie ist eine der angesagtesten Mami-Bloggerinnen Englands. Und ja, sie postet zusammen mit ihrem Mann alles über ihren familiären Alltag und die zwei Kinder. Ja, und da inszeniert sie so auch das ein oder andere, aber sie ruft damit auch Leute auf den Plan, die es nicht so gut mit ihr meinen. Und mal abgesehen von den Hatern, die wahrscheinlich jeder Influencer hat, ruft sie da auch jemanden auf den Plan, der Rache will. Denn er macht Emmy für etwas ganz Schreckliches verantwortlich. Das Buch habe ich schon gelesen, das war ein Rezensionsexemplar. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut doch einfach mal im Lesemonat Juni vorbei. Da habe ich das ausführlich besprochen. Und falls ihr meinem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, dann macht das doch jetzt gerne. Dann hatte ich ja bei Tauschticket reichlich zugeschlagen und da sind einige Bücher bei mir eingezogen und einige davon hatte ich jetzt schon in einem Päckchen gezeigt, unter anderem die Together Forever Reihe, nämlich Teil 3, 4, nee, Teil 2, 3 und 4. So. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über diese Reihe, schaut mal bei meinem Tauschticket-Unpacking vorbei. Da habe ich die Reihe ein bisschen näher besprochen. Das wäre jetzt doppelt gemoppelt. Ich verlinke euch das einfach hier oben. Und ja, das ist halt so eine süße New Adult-Reihe. Ich hatte den ersten Teil seit Ewigkeiten zu Hause, habe ihn noch nicht gelesen und dann habe ich die jetzt halt sehr günstig gefunden. Sagen wir es mal so, wenn sie mir nicht gefallen hat, ist es zumindest kein großer finanzieller Verlust oder so. Und auch in diesem Tauschticket-Päckchen war Trust in Love von Sarah Elderson. Das ist wieder einer ihrer Jugendthriller. Auch da könnt ihr bei meinem Tauschticket-Unpacking vorbeischauen. Da habe ich den Klappentext zusammengefasst. Freue ich mich aber schon sehr drauf. Und auch ein Buch von Molly McAdams war in diesem Tauschticket-Paket. Letting Go, wenn ich falle. Ja, das ist auch wieder schöne Romance. Schaut einfach das Video an, falls ihr es noch nicht. Dann ist aber über Tauschticket noch ein Molly McAdams Buch eingezogen, nämlich From Ashes Herzleuchten. Hier geht es um Cassidy und die hatte wohl eine nicht so tolle Kindheit. Und der einzige feste Anker in ihrem Leben ist ihr bester Freund Tyler. Und als er anfängt in Texas zu studieren, nimmt er Cassidy mit. Und dort wohnt sie dann mit ihm und seinem Cousin Cage in einer WG. Und auf einmal steht sie halt zwischen zwei Männern, die ihren Beschützerinstinkt sehr großzügig ausleben. Es klingt nach so einer Dreiecksliebesgeschichte, aber ich glaube, dass Molly McAdams da was Tolles draus machen kann, weil die schreibt so toll. Kann auch nach hinten losgehen. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Und dann ist noch ein Molly McAdams Buch eingezogen und dann habe ich, glaube ich, auch alle, die in Deutschland erschienen sind. To the Stars, wenn du die Sterne berührst. Hier geht es um Harlow und ja, der 3 Jahre ältere Knox ist in sie verliebt, aber sie ist erst 15. Er verspricht aber auf sie zu warten, bis sie dann zusammen sein können. Und dann ruft er sie an ihrem 18. Geburtstag an. Da hat sie ihr Herz aber schon jemand anderem geschenkt. Aber sie merkt schnell, dass das vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung war. Klingt auch wieder so ein bisschen nach Dreiecksstory, aber klingt auch unwahrscheinlich niedlich irgendwie. Ach, ich finde das schön. Ja, da hätte ich jetzt sofort Lust drauf, ne? Das klingt echt süß. Dann ist noch eine komplette Reihe bei mir eingezogen, teilweise über Tauschticket und teilweise über Booklooker und der letzte Teil dann irgendwie über Amazon, weil es den sonst nirgendwo mal gab. Es handelt sich um die Close-Up-Reihe von Erin McCarthy. Die war ewig auf meiner Wunschliste und so langsam ist die dann vergriffen, zumindest als Printausgabe. Und ich mag Erin McCarthy schon sehr. Dann wollte ich die schon haben. Also es ist jetzt auch eins, ist nur noch ein Mängelexemplar gewesen. Das hat man anders, glaube ich, gar nicht mehr gekriegt. Ich kann ja mal verraten, worum es im ersten Teil geht. Also es ist eine Erotikreihe. Im ersten Teil geht es um
Emma und sie ist eine Journalistin und möchte halt irgendwie besonders gut dastehen in ihrer Firma. Und sie würde für eine gute Story alles tun, aber sie ist eigentlich eher schüchtern. Dann kriegt sie aber die Chance, einen besonders angesagten Fotografen bei der Arbeit zu beobachten und zu interviewen. Allerdings muss sie ihm dafür Modell stehen. Nackt. Und das zusammen mit ihrem Kollegen Kyle. Kyle, auf den sie eigentlich schon ziemlich scharf ist, aber in der Firma sind Beziehungen halt streng verboten. Aber jetzt sind sie halt nackt und nah beieinander. Also, da wird wohl was gehen, würde ich mal sagen, ne? Und ja, ich glaube, das sind immer drei unabhängig voneinander geschriebene Geschichten. Vielleicht tauchen da die Figuren auf, vielleicht nicht aus dem vorherigen Band. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe da. Das sind halt so Bücher, die liest man mal so nebenbei, wenn man mal Lust auf eine Snoo-Snoo-Geschichte hat, ne? Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich bin froh, sie zu haben. Ich finde es auch super schade, dass in Deutschland von Erin McCarthy schon so lange nichts mehr veröffentlicht wurde. Das ist echt traurig. Ich mag eigentlich echt gerne, wie die schreibt. Und dann ist ein Buch bei mir eingezogen. Auf das war ich schon lange scharf und wollte es mir eigentlich als E-Book holen. Da haben so viele Booktuber toll drüber gesprochen. Also sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Zum Beispiel Ruth von Zwischentausend Zeilen fand das, glaube ich, ganz cool. Und auch Paula von The Reading Fox. Und es handelt sich um Hinter diesen Türen von Ruth Ware. Hier geht es um. Warum ist die Sonne jetzt hier? Oh Mann. Auf jeden Fall geht es hier um Rowan und sie fängt einen Job als Kindermädchen an bei einer reichen Familie. Und das ist in so einem abgelegenen Haus in den Schottisch, in Schottland. Ja. Doch Gott. Ja. Und die Atmosphäre im Haus ist sehr unheimlich. Die vier Kinder sind komisch und auch die Überwachungskameras, die überall im Haus hängen, tragen nicht unbedingt dazu bei, dass Rowan sich entspannt. Klingt super creepy. Ich wusste von Anfang an, ich will das lesen, aber jetzt, wo es halt alle so gelobt haben, will ich es noch mehr lesen. Cool, das gefällt mir. Dann war ich mit meinem Freund beim Kaufland und er zieht mich an diesen Mängelexemplarkisten ja schon immer vorbei, so versucht mich schon so da vorbeizulocken. Und ich bin inzwischen auch so weit, ich gucke nur noch oberflächlich rein. Aber diesmal habe ich es geschafft, dahin zu gehen. Und dann lag es direkt obendrauf, ein Buch. Und dann konnte ich nicht anders. Denn ich habe die ersten drei Teile schon da. Und das Buch hier, nämlich Addicted to You, Grenzenlos von Michelle, ich glaube, sie heißt Michelle Leighton, ist so ein Nachzügler gewesen. Der wurde erst eine ganze Weile später rausgebracht, vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Und den habe ich auch seitdem schon auf der Wunschliste, weil ich ja wusste, wenn ich die Reihe schon zu Hause habe, brauche ich das irgendwann auch. Und jetzt lag das da so für 4 € und als Mängelexemplar. Und dann dachte ich, oh ja, das nehmen wir mal mit, egal worum es geht. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, worum es geht, weil ich weiß nicht, ob das so eine Reihe ist, die aufeinander aufbaut. Oder ob das so, ja, so Companion-Bände sind, ne? Ich werde den Klappentext lieber nicht lesen, nachher spoilere ich mich und das wäre ja blöd. Ja. Aber es war mal wieder eine gute Entscheidung, weil wenn mir die Reihe nicht gefällt, dann war das Geld halt hier auch umsonst, ne? Naja. Oh, ihr kennt das. Buchnerds kennen das. Und dann ist bei mir, wie bei vielen anderen auch, Ever, wann immer du mich berührst, von Nicola Hotel eingezogen. In einer signierten Ausgabe. Und da war dann auch noch so ein süßes Lesezeichen dabei und ein Sticker mit diesem Kranich. Papierkran. Und das ist auch voll süß gemacht, das Buch. Hier ist ja irgendwie so ein Daumenkino unten drin. Das ist sehr süß. Ja, hier geht es um Abby. Und Abby ist in einer Reha-Klinik, wo sie wieder laufen lernen soll, denn sie hatte einen schlimmen Unfall. Einen Unfall? nein. Sie hatte einen schlimmen Unfall. Und sie macht aber keine Fortschritte, bis David Rivers kommt. Er ist noch Student, aber mit seiner einfühlsamen Art schafft er es, Abby Fortschritte zu entlocken. Allerdings hat David wohl ein Geheimnis, das die Anziehung, die zwischen ihm und Abby entsteht, wieder zerstören könnte. Oh, ja, wird er vielleicht an diesem Unfall schuld sein? Ha, wer weiß. Klingt aber ganz cool und da habe ich auch richtig Lust drauf. Ich habe schon richtig Gutes und richtig Schlechtes darüber gehört. Also, ich bin offen für alles.
Und dann ist noch eine Dilogie bei mir eingezogen, nämlich It Was Always You and It Was Always Love, auch von Nicola Hotel, auch signiert. Ich hatte mir die eigentlich extra noch nicht geholt und jetzt gab es die halt signiert und dann konnte ich nicht mehr Nein sagen und die sind auch mit diesen süßen Lesezeichen. Und das klang halt schon gut, war ja auch auf meiner Wunschliste. Es geht um Ivy und die wurde irgendwie von ihrem Stiefvater in so ein Internat abgeschoben, weil sie immer mit ihrem Stiefbruder Escher gestritten hat und die wollten sie halt dann irgendwie loswerden. Und jetzt ruft der Vater sie, also er pfeift sie irgendwie zurück und will irgendwie mit ihr reden. Und ja, dann kommt sie über den Sommer zurück und dann trifft sie halt auch wieder auf Escher und ja, die Anziehung. Also da ist nicht nur Streit zwischen den beiden, sondern auch eine gewisse Anziehung und das ist natürlich alles noch da. Und keine Ahnung, worum es dann im zweiten Teil geht. Entweder auch um die beiden oder um was anderes. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich überraschen lassen. Und dann ist noch ein Buch von Jenny Hahn bei mir eingezogen, das ich irgendwie nicht mitgekriegt habe, dass es erschienen ist. Wobei es nur eine Neuauflage ist. Zitronensüß. Hier geht es um Anne-Marie, die alle nur Chuck nennen. Und ja, bei ihr läuft es irgendwie nicht so richtig. Alle um sie herum, da läuft die Pubertät ein bisschen schneller bei den anderen. Sie ist noch zu flachbrüstig und ja. Zu sommersprossig und ja, also bei ihr, sie ist etwas entwicklungsverzögert, ihrer Meinung nach. Und jetzt werden auch noch ihre Freundinnen in der Highschool komisch und ihr bester Freund benimmt sich auch komisch. Und irgendwie hat sie das Gefühl, die ganze Welt um sie herum läuft nicht rund. Aber vielleicht ist es ja auch sie, die nicht richtig läuft. Ach, das klingt so richtig süß nach so einem süßen Pubertäts-Teenie-Drama-Roman. Ach, das ist was Süßes für zwischendurch. Ist halt mehr so für Jüngere, glaube ich. Aber ich mag Jenny Hahn so gerne. Wow, ist das groß geschrieben. Wow. Ja, da werde ich vielleicht wohl schnell durchkommen. Aber das ist süß. Habe ich richtig Lust drauf. Und dann ist noch bei mir eingezogen, Weil ich böse bin, von Rosalind Noonan. Hier geht es um Jane. Und die ist seit Jahren auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater ihrer Tochter Harper gewesen. Aber jetzt haben die sich in so einem kleinen Städtchen eingelebt und sie ist in einen Kollegen verliebt und arbeitet als Lehrerin. Aber dann taucht an der Schule ein Mädchen auf, das ihrer Tochter Harper zum Verwechseln ähnlich sieht. Und dann häufen sich mysteriöse Vorfälle und ihre Tochter Harper gerät immer wieder unter Verdacht. Das klingt total abgefahren. Das Buch hatte ich schon sehr lange im Auge. Das ist hier so eine Weltbild-Edition. Ich weiß nicht, ob das exklusiv bei Weltbild rausgekommen ist. Man kriegt dann ja immer auch den Weltbild-Katalog zugeschickt. Und da war das so drin. Und ich fand, das hat sich immer gut angehört. Aber es hat irgendwie nicht gereicht, um mich zum Bestellen zu bewegen. Aber jetzt haben sie es dann aussortiert, mehr oder weniger. Also es war dann runtergesetzt auf 4 €. Und dann habe ich zugeschlagen. Ja, fand ich ganz gut, weil Schnäppchen gemacht und so. Und klingt nach einer coolen Story irgendwie, sehr abgefahren. Und dann sind noch ein paar E-Books bei mir eingezogen. Und weil ich jetzt endlich den zweiten Teil von Carrion Coles Ashes and Embers Reihe oder Embers and Ashes? Ich weiß es nicht. Reihe lesen möchte im Juli, habe ich mir gleich den dritten gekauft. Nämlich To Love Lucas. Da geht es um Ivy und sie überrascht, ja, ihren Ehemann und Vater ihrer Kinder beim Fremdgehen. Und ja, verlässt sie den wahrscheinlich oder schmeißt ihn raus und ihre Freundin möchte sie ein bisschen aufheitern und schenkt ihr einen Tattoo-Gutschein. Und im Tattoo-Studio lernt sie dann Lucas kennen. Er ist nicht nur ein heißer Tätowierer, sondern er kann auch begnadet Violine spielen. Und ja, die beiden verstehen sich total gut und ja, Lucas hat so eine weise Seele und möchte Ivy für sich gewinnen, aber die Hürden, die beiden dazu überspringen hätten. Oh Gott, mein Gehirn. Ja, auf jeden Fall, die Hürden sind riesengroß und sie wollen sie überqueren, überspringen, was? Überwinden! Mein Gott, ja. Darum geht's. So. Ich mag, wie Carrion Cole schreibt und auf jeden Fall bin ich dann direkt mit dem dritten Teil versorgt, wenn ich den zweiten gelesen habe, ne? Dann gab es ein E-Book umsonst und das habe ich irgendwie auf Instagram gesehen, dass das jetzt gratis ist und dann habe ich mir das direkt runtergeladen, nämlich Kiss Me Never von Lana Rotaru. Hier geht es um Amanda und ihr Bruder Andrew ist bei einem
Motorradunfall gestorben. Allerdings glaubt Amanda nicht, dass es ein Unfall war, sondern sie glaubt, dass es Mord war. Und ja, sie möchte da unbedingt, also sie hat auch einen Verdächtigen, nämlich Dante. Und um ihm näher zu kommen, will sie unbedingt in den inneren Kreis seiner Studentenverbindung kommen. Allerdings kommt sie dabei auch Dante etwas näher. Ah ja, und der ist halt so ein Frauenheld und sieht gut aus und ist hot, ne? Klingt gar nicht schlecht. Und ich glaube, von dieser Reihe gibt es auch schon 3 oder 4 Teile. Also wenn das gut ist, dann ja. Also ich finde, das klingt jetzt gar nicht mal schlecht. Dann habe ich mir gekauft Bullseye, Bull und Tiger von Monica James. Und hier geht es um Cody. Und der kommt gerade nach 12 Jahren aus dem Knast. Und er bereut das Verbrechen, wofür er da eingesessen hat, auch nicht. Aber trotzdem ist er jetzt wohl irgendwie auf Rache aus. Aber auf seiner Mission lernt er wohl Lillian kennen. Und sie löst unerwartete Gefühle in ihm aus. Und Lillian sollte sich wahrscheinlich auch eher von ihm fernhalten, denn er bezeichnet sich selbst als Monster. Das klingt nach einem wunderschönen Dark Romance Roman, wo es auch richtig böse Kerlchen gibt. Oh, das gefällt mir. Ja, klingt gut. Ich weiß nicht, was mich richtig erwartet so, aber ja, gefällt mir. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, das war schon länger auf meiner Wunschliste, aber irgendwie konnte es mich noch nicht so ganz überzeugen. Und dann war es jetzt aber runtergesetzt, dann habe ich zugegriffen, nämlich Deadly Rendezvous, Süßer Kuss der Gefahr von Sabine Strick. Hier geht es um die Hobbymalerin Lara. Lara? Lana? Lara. Und sie kann es nicht glauben, als ein französischer Filmstar, auf den sie steht, ein selbstgemaltes Porträt von ihr, was sie ihm wohl geschickt hat, auf Instagram veröffentlicht. Und er lädt sie irgendwie jetzt auf sein Weingut in der Provence ein. In Bordeaux. Fast. Er lädt sie nach Frankreich ein und ja, da kommen die sich halt näher. Was sie aber erst nicht weiß, ist, dass er wohl mal Verdächtiger in einem Mordfall war, die Polizei ihm aber nichts nachweisen konnte. Und jetzt findet sie in seinem Haus Beweise, die ihn stark belasten, aber er sagt, er war es nicht, aber kann sie ihm vertrauen? Ich finde, das klingt irgendwie ganz cool, könnte aber auch voll nach hinten losgehen. Da bin ich mir eigentlich so unschlüssig, aber irgendwie, ach, ich bin ja bei diesen Romantic-Suspense-Geschichten immer total dabei, ne? Also, ja, ich habe da schon Bock drauf, da wenigstens mal reinzulesen. Dann ist bei mir eingezogen Private Affairs, tödliche Liebe von Nikki Cole. Und hier geht es um die Ex-Navy Seal Violet. Oh, ich kann mir heute, das waren zu viele Klappentexte heute. Sie kehrt in ihre Heimatstadt zurück und will in der Detektei ihres Vaters arbeiten. Boah, das klingt voll nach Veronica Mars. Kennt jemand die Serie? Die habe ich total gerne geguckt. Die war richtig cool. Auf jeden Fall, ihr erster Auftrag hat es dann gleich in sich. Sie soll nämlich den CEO einer Firma, Maxton Johnson, des Mordes an seiner Ex-Freundin überführen. Sie schleicht sich dann in seiner Firma ein, aber sie fühlt sich halt von der ersten Sekunde an zu ihm hingezogen. Und auch Maxton findet Violet verdammt scharf. Und sie sollte sich natürlich von ihm fernhalten. Schließlich könnte er ein Mörder sein, aber ach, wie kann sich etwas Falsches so richtig anfühlen. Also im Prinzip ist es irgendwie fast dieselbe Story wie in dem Buch davor. Also er könnte böse sein, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Und dann ist bei mir eingezogen Just One Heartbeat, verborgene Sehnsucht von Stacy Lynn. Hier geht es um Claudia und nach einer Familientragödie zieht sie nach New York und findet dort einen Job als Assistentin in einer Escort-Agentur. Und dann gibt es dort noch Liam. Er ist Rockstar und hat gerade einen richtigen Skandal am Stecken. Und sein Management ist der Meinung, er bräuchte jetzt gute PR. Und deswegen wenden sie sich an Claudias Escort-Agentur, damit eins dieser Mädchen dort für ein Jahr seine Freundin spielt. Liam ist davon irgendwie gar nicht begeistert, aber als er Claudia sieht, weiß er die oder keine. Und das ist ihm auch egal, dass sie gar kein Escort-Girl ist. Ach ja, klingt irgendwie ganz niedlich, oder? Also, ich weiß nicht, ich finde das ganz süß. Also,
kann auch wieder nach hinten losgehen, kann aber auch super süß sein, kann auch super mega sexy sein. Ich habe gar keine Ahnung, in was für eine Richtung das so gehen wird. Und dann war reduziert, was auch schon wieder ewig auf meiner Wunschliste war, The Kissing Booth 2 von Beth Reekles. Ich will jetzt gar nicht vorlesen, worum es im zweiten Teil geht, weil ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen und ich habe da mal vor Ewigkeiten den Film gesehen. Ich weiß auch nur noch, dass es so eine richtig süße Teenie-Romance-Geschichte war, wo sich ein Mädchen in den Bruder ihres besten Freundes verknallt. Und der ist halt so ein Bad Boy und eigentlich will sie den nicht, aber er ist halt doch super süß und ja. Das Buch war halt auf meiner Wunschliste, weil ich den ersten Teil schon gekauft habe, noch nicht gelesen habe, aber egal. Und dann, wenn ich aber sehe, dass es halt reduziert ist, dann schlage ich doch mal zu. Auch wenn ich das erste noch nicht gelesen habe. Und dann ist als Rezensionsexemplar von NetGalley bei mir eingezogen, Wenn in mir die Glut entflammt von Abby Jimenez. Das ist ja der zweite Teil dieser Reihe und den ersten fand ich richtig gut. Und ja, hier geht es um Sloane und sie hat ihren Mann verloren vor einiger Zeit und jetzt fährt sie mit ihrem Cabrio durch die Gegend und irgendwie springt ihr dann Hund rein. Und sie findet dann raus, dass der Hund einem Rockstar gehört. Und der meldet sich dann nach einigen Kontaktversuchen und will den Hund auch wiederhaben, aber er ist gerade auf Tournee. Und so lange kümmert sich halt Sloane um den Hund und die beiden texten sich dann immer und telefonieren und langsam entwickelt sich da aus einfachen Gesprächen, entwickeln sich da Flirts und ein bisschen mehr. Och ja, das klingt ganz süß und ich bin mir ziemlich sicher, dass Abby Jimenez das sehr zuckersüß verpacken wird und auch wahrscheinlich sehr erwachsen. Und da habe ich Lust drauf, das gefällt mir. Das klingt einfach schön und mal nach was anderem. Die Ausgangslage finde ich sehr cool. Und dann ist auch über NetGalley ein Buch bei mir eingezogen. Das hatte ich auch nur durch Zufall entdeckt. Und das wäre nach dem Klappentext niemals bei mir eingezogen. Never ever. Hier hat mich tatsächlich die Autorin überzeugt. Es ist nämlich Claire Contreras. Und das Buch heißt Royal Sins, eine Nacht für immer. Und hier geht es um ein Mädchen, dessen Eltern irgendwie so Strandvillen vermieten. Und jedes Jahr reist dort Prinz Elias an. Mit seiner kompletten Entourage. Und die verbringen dann den Sommer und alles ganz toll. Und das Mädchen, dessen Namen nicht im Klappentext steht, darf irgendwie nicht mit ihm reden und sie muss halt Abstand halten. Und die Eltern haben sie auch immer ins Sommercamp und ins Internat und so geschickt, damit sie den gar nicht zu Gesicht kriegt. Aber sie müssen wohl in der Vergangenheit trotzdem eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Und jetzt kehrt Elias zurück und ist wohl irgendwie inkognito und niemand soll erkennen, dass er das ist und er ist auch alleine unterwegs und ja, dann treffen die beiden wieder aufeinander und er ist auch ganz scharf auf sie und ach, sie könnte ja auch zu einem zukünftigen König nicht nein sagen. Der König? Ach Gott, ich weiß nicht. Nee, ist eigentlich eine Story, die mich überhaupt nicht anmacht. Also so Royal-Zeug? Nee. Ich mag ja schon reiche Geschäftsmänner nicht, aber dann auch noch so ein zukünftiger König? Ah, schwierig. Aber ich mag, wie Claire Contreras schreibt. Ich habe schon drei Bücher von ihr gelesen und eins war ein absolutes Highlight für mich. Und oh, ich mag einfach, die kann so gefühlvoll schreiben und so toll. Und deswegen konnte ich nicht anders, als das lesen zu wollen. Und vielleicht überzeugt es mich ja. Man soll ja auch ab und zu mal über den Tellerrand hinausgucken. Ja. So, und das waren sie. Das waren die Bücher, die ich mir letzten Monat zugelegt habe. Wie gesagt, es waren wieder eine ganze Menge, aber ich glaube, ich werde richtig Spaß damit haben. Da waren so viele tolle Autoren dabei, die ich halt gerne mag und viele Klappentexte, die sich bombig anhören. Und ja, dann müssen es halt auch viele Bücher sein, die einziehen. Und ja, wenn ich jetzt im Juli mal ein bisschen ruhiger mache, ich hoffe, diesmal schaffe ich es. Bis jetzt läuft es gut. Dann ist das ja auch in Ordnung. So, ja. Mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu erzählen. Schreibt mir gerne, was bei euch eingezogen ist und wie viele Bücher ihr davon schon gelesen habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten, nicht im nächsten Monat, beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.